Vor kurzem gab es eine Gesetzesänderung in Deutschland, in der Leichen bzw. verstorbenen Personen Rechte zugesprochen wurden, das Recht am eigenen Bild, das dann eben von Angehörigen wahrgenommen werden kann. Dieses neue Gesetz richtet sich gegen die bösen Gaffer, die bei Unfällen Aufnahmen machen und diese dann womöglich sogar noch verbreiten. Problematisch ist das Ganze von mehreren Seiten. Das Naturrecht ist klar. Wurde ein Körper verletzt? Wurde ein Vertrag gebrochen? Nein, dann ist es nicht rechtswidrig und ein Gesetz dagegen. Das ist rechtswidrig. Aber wen kümmert schon das natürliche, angeborene Recht aller Menschen? Wie kommt es, dass gerade jene Menschen, die solche Anti-Gaffer-Gesetze befürworten oder gar beschließen, das mit einer derartigen Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit tun? Endlich wird mit Gewalt gegen Menschen, die keinen Schaden anrichten, vorgegangen. Zeit war's. Das kommt deswegen, weil, wie so oft, Ethik und Recht vermischt wird. Und in diesem Fall gar nicht einmal Ethik und Recht, sondern bestimmte moralische Vorstellungen und Recht. Man hat ein Verhalten, das von kurzsichtigen Menschen nicht gerne gesehen wird, und die haben es nun geschafft, ihre Engstirnigkeit in ein Gesetz zu packen. Eigentlich ist solche haarsträubende Arroganz kombiniert mit Dummheit ein Argument gegen diese Form der Demokratie, aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Warum nun mein hartes Urteil gegen diese gesetzliche Regelung? Zum einen fehlt etwas, das sich verletztes Rechtsgut nennt. Welches echte Rechtsgut wird verletzt? Welcher Körper wird verletzt? Welcher Vertrag wurde gebrochen? Keines. Alles, was bleibt, ist ein erfundenes Rechtsgut, das die Huren der Fürsten rhetorisch aufbereitet haben. Das Recht am eigenen Bild ist genau der gleiche Unfug wie das Urheberrecht. Man kann kein Eigentum am eigenen Bild haben, genauso wenig wie an einer Idee. Ganz einfach deswegen, weil Sklaverei abgeschafft wurde bzw. immer schon falsch war. Mein Körper und meine Sachen gehören mir und ich darf sie nutzen, wie ich will, solange ich keinen Schaden an einem fremden Körper oder an fremdem Eigentum anrichte. Der Schaden, der von der Justiz behauptet wird, ist ein erfundener, kein echter. Da könnte man genauso gut daherkommen und einen Schaden an der Volksreinheit oder an der höheren Ehre Gottes oder ähnlichem Unfug behaupten. Nur Erfindung der gekauften Intellektuellen des Staates, nichts Echtes. Zum anderen fehlt ein wissenschaftlicher Nachweis, dass dieses Gaffen tatsächlich etwas Schlechtes ist. Irgendetwas bringt die Menschen dazu, es zu tun. Instinktiv. Es ist ganz offensichtlich in das menschliche Wesen eingebaut und alleine die Existenz dieses Instinktes lässt darauf schließen, dass es evolutionär von Vorteil war, Unfallszenarien genau zu beobachten und das nicht zu ignorieren. Vielleicht lernt man daraus etwas. Vielleicht hilft es dem Menschen, den Fehler des anderen zu erkennen und danach bei sich selbst zu vermeiden. Vielleicht hilft das, was man da begafft, irgendwann einmal dabei, auf sich selbst, auf die eigenen Kinder besser aufzupassen. Vielleicht rettet das Gaffen und auch das Weitersenden der Bilder Leben. Danke für deine Zeit.